Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind die neue Sucherin und uns steht alles offen. Das ist wunderbar. Letztes Mal, also das habe ich offscreen gemacht, ich habe mal meine ganzen Sachen verkauft und neu geholt und so weiter. Wer brüllt da? Genau, auf jeden Fall, ja, das habe ich jetzt mal einfach so gemacht. Und, wie erwartet? Bist du da draußen? Hä? Ist da jemand in Gefahr? Also da drüben waren gerade ein paar Tiere, da sind auch ein paar Tiere. Brom, kannst du mich hören? Naja, ich bin nicht Brom, also meint er sicher nicht mich. Genau, ich sammle mal weiter. Oh, hallo. Hatte eine Sucherin von dem. Drücke einen Läufer, okay. Aber mit welcher Taste? Oh, warte mal, vielleicht. Okay, schneller Schlag. Ich hab nichts zu sehen. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Bist du da draußen? Auf jeden Fall ziemlich cool. Aber das ist nicht der überladene Schlag. Warte mal. Steuerung. Tastenbelegung. Werkzeuge ausweiten. Menü. Das. Ja, nee, das. Das ist Inventar herstellen. Karte. Sie markieren Waffenrad. Konzentration. Klar. Okay, nee. Ich sehe hier nichts. Aber allgemein. Sprenger, eine Kamera. Allgemein steht hier nichts von Überbrücken. Haben die das gesagt? Wie man das macht? Warte mal, Fähigkeiten? Fertigkeiten. Notizbuch, Daten, Maschinen. Entschuldigung, dass ich das gerade überbrücke, einen Läufer, aber mit welcher Taste? Und diese. Also zumindest beim ersten Mal müssten die doch sagen. Weil das ist auf jeden Fall stiller Schlag. Markieren, aber. Oh, da ist noch einer. Ja, moin. Oh. Ist es? Ja, nein. Das ist eine Tötung. Okay, ich muss dann. Hier ist Olara, deine Schwester. Oh, oh Gott. Shocking. Alter, jetzt. Bist du da draußen? Vielleicht muss ich die zuerst irgendwie. Vielleicht, wenn ich sie stunne. Vielleicht kann ich sie dann. Könnte nützlich sein. Ja, aber ganz schön lieber bitter als tot. Naja, ich komme sicher an
mehreren Läufern jetzt vorbei. Boom, bitte, hier ist Olara. Ist ja gut, aber wer ruft denn da die ganze Zeit? Jetzt bin ich schon mal oben und hab die Übersicht, aber irgendwie sieht man da jetzt auch nicht. Ach, da oben. Naja, kein Wunder, dass ich von hier oben nicht sehe. Gut. Aber dass man das von da unten so laut hört. Ach nee, das ist sie gar nicht. Oh. Hallo, Grata. Urmutter. Seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein. Sei mir gnädig, Urmutter. Und sorge erneut für mich. Keine Sorge. Ich werde sie jagen. Urmutter, ich höre deine Stimme im Wind. Ich würde dir mit meinen Gebetsperlen danken. Aber ich habe sie am östlichen Ausblick verloren. Und das ist einfach zu weit für meine alten Knochen. Diesmal brauchst du also Kaninchen und dein Schmuckstück. Okay, ich komme zu dir ins Lager. Süß. So kann man natürlich auch mit Ausgestoßenen reden. Also, ja, sie weiß ja nicht, dass wir jetzt Sucherin sind. Aber das ist natürlich cool. Gut, wo müssen wir hin? Warte, Aufträge. Kauzige Krater. 2 von 5 Fleisch. Die alte Ausgestoßene. Ach, die ist auch eine Ausgestoßene. Ach so. Ja, okay. Dann, Gut. Da oben. Okay. Warum nicht? Ja. Also hier unten gibt's auch. Oder wollte es. Sie hatten heute Hase, glaube ich. Hasen. Und keine Wildschweine. Apropos Wildschweine. Upsi, da geht's ein bisschen steil nach unten. Der schnellste Weg nach unten. Aber auch nur in Spielen. Es ist immer so interessant, finde ich, wenn man so Open-World-Spiele spielt, da kann man so jede erdenkliche, keine Ahnung, Abkürzung nehmen oder einfach, ja, querfeld eingehen, das macht voll Spaß. Oder eben wie gerade eben einfach den Fels runter sliden. Das könnte man in Real überhaupt nicht. Beziehungsweise, wenn man durch die Sträucher geht und so, hat man halt 20.000 Zecken. Sind die hier eigentlich auch? Oh, das sind keine Bots. Sind die eigentlich, also. Gibt's hier Zecken? Oder sind die irgendwie. Keine Ahnung. Sind die auch hier so elektrisch? Also Nanobots oder was weiß ich. Ah, hier sind Hasen. Gut. Ach komm. Alter, wie viele Hasen gibt's denn hier? Meine Spur erstmal erwischen. Ach komm, der war ja überhaupt getroffen. Was ist denn das?
bin eine professionelle Jägerin. Nein, das wird meinen Magen etwas beruhigen. Krater. Krater oder Kreta? Krater. Oh. Wo sind jetzt die ganzen Hasen? Ah, da ist er. Dun. Was ist denn los? Hä? Wieso treffe ich die nicht? Die richtige Munition bringt das nichts. Warte, ich muss die schon machen. Genau. Dafür brauche ich Draht. Na gut. Jägerbogen. Oh Gott, davon habe ich ja jede Menge. Und das sind ja die günstigen, ne? Warte mal. Wie wähle ich den nochmal aus? Warte. So und so. Oh, das sind hier Brandpfeil. Ah, genau. Ah, ja. Jetzt hat. Oh, Jägerpfeil. Wahrscheinlich habe ich die nur nicht getroffen, weil es keine Jägerpfeile war. Willst mich doch verquaken. Ja, natürlich bist du das. Okay, merken, für solche Sachen okay. Immer. Rata sagte, ihre Gebetsperlen seien am östlichen Ausblick. Gut. Das ist nicht weit von hier. Von hier aus immer, also von hier aus, immer Jägerpfeile nehmen, wenn ich hier jage, weil sonst treffe ich nicht. Hätte ich aber. Der Kriegerpfad durch die Felsen ist in der Nähe. Soll ich den nehmen? Da ist er. Gut, danke. Was ist da oben? Schau mal kurz. Ja. Na komm. Ich schau mal kurz, was hier oben ist. Oh, ich komme hier nicht weiter. Ich dachte, hier komme ich weiter. Ach komm, echt jetzt? Ja, ich versteck mich in einen Baum. Ist wohl jemand. Oh, Vater mag Form sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Ich dachte, ich kann ein bisschen da einschlagen. Okay, hier bitte einen nach den anderen rein und dann ist das gut. Und gut, die checken das nicht. Und mit Computer. Ja gut. Ich komme hier raus. Schon. Ah, da ist eine Leiter. Aha. So, erstmal frische Pflanzen. Warte mal.
Das sind Läufer. Ja, oh, das vorhin waren keine Läufer, ne? Das waren irgendwelche Redditors. Ach so. Waren gar keine Läufer. Gut. Dann wir kommen nach Hause. Es ist lustig, dass das funktioniert. Läufer. Ah, an ihm kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Ah. Aber wie ich ja schon dachte, also beim ersten Mal müsste eigentlich eine Taste. Schön leise. Ja, Vorsicht, da ist ein Fels in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ich gehen will, weil der ist irgendwie dumm. Ja. Okay, dann mal los. Mich in den Hintern. Das kann ich ein bisschen übertreiben. Aber cool, das hat geklappt. Es hat geklappt. Er ist nicht feindselig. Er wirkt fast zahm. Ich glaube, ich könnte ihn reiten. Du könntest ihn auch mal streicheln. Okay, wenn du Schiff gedrückt hast. Na also, braver Junge. Das ist schon besser. Kampfangriff, ja, halt mit jemandem. Steige mit E ab. Okay. Gut, ja cool. Okay, aber wie komme ich da hoch und warum sollte ich da hoch? Ja! 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 Lauf! Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. Wie gut ich hier reiten kann, ne? Ohne dass ich jemals geritten bin. Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Das Reiten ist... Das Reiten ist irgendwie ein bisschen seltsam. Also, weil du drückst nur einmal Shift. Oh, schön. Nur einmal Shift und er läuft die ganze Zeit. Also. Dazu rufen, wähle das Tier im Werkzeugmenü und drücke von Z aus. Und setze den Ruf dann mit F. Mal schauen, ob ich mir das merken kann, aber höchstwahrscheinlich nicht. Gut, jetzt bin ich hier oben und jetzt? Schöne Aussicht, sehr schön. Also, los. Das hat sie ja jetzt gebracht. Mhm. Gut. Okay, irgendwie muss ich da hochkommen. Voll rot alles. Ach komm, die Kante war weiß angestrichen. Mit Schnee. Oh, voll schön. Na komm. Ja, fein. So. Oh, ja. Sehr gut. Komm da hoch. Ja. Aber anscheinend doch nicht. Wie komme ich da hoch? Ah, nein. Oh.
Vielleicht da runter und dann darüber. Vielleicht ist da so ein Kletterweg. Ah, hier bin ich. Okay. Okay, dann probieren wir nicht mal über den Baumstamm. Ah, nein, das war daneben. Ja, anscheinend nicht. Gut, dann muss es einen anderen Weg geben. Ah, cool. Ah, nice. Okay, wie komme ich da hoch? Genau, jetzt bin ich wieder hier und da oben muss ich hin. Ja. Entschuldigung. Das ist eine schöne Drehung gewesen. So, vielleicht geht's von hier hinten. Vielleicht von hinten rauf. Naja, sieht eher weniger so aus. Okay. Wir müssen doch irgendwo Kletterkanten sein. Sie hat ja vorhin irgendwas gesagt von Kriegerpfad. Jetzt jagen sie mich. Ja, sei doch nicht so paranoid. Gut. Ja, hier hinten ist es zu steil. Weiter raus geht's, weiter rein geht's leider nicht. By the way, wie ist eigentlich die Oma hier hochgekommen? Entweder hat die ewig lang die Ketten schon oder die Kette schon verloren. Oder sie ist ziemlich heftig. Muss es doch irgendwo Kletterkanten geben. Vielleicht, ich kann mich wieder hier so hochklitschen. Oh. Warte. Nee, da war doch nichts. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Nee, ich hab da doch was gesehen. Nicht da? Ah, nach da. Ich hab diesen Anker gesehen. Weil ich dachte, man kommt von oben hin. Aber man kommt sogar von unten hin. Dann sind da die nächsten angestrichenen Sachen. Dann dahin. Da nach oben. Und dann dahin. Und na also. Ja, moin. Oh, endlich. Oh Gott, das war eine schwere Geburt. Kann ich nicht ansehen. Okay. Sieht interessant aus. Ja. Aha, Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Ich glaube, das ist für Aloy so eine Mischung aus beiden. Sie mag es ja überhaupt nicht, dass man sie ignoriert. Das kann ich auch verstehen. Und weil man sie ignoriert, ist es sehr einsam. Also,
Entschuldigung. Das geht ganz schön schnell. Ja. Kann ich hier durch? Oh. Das könnte man nun mal auch nicht. Gut, dann reiten wir mal so im Krater. Krater. Okay, okay, ich muss dringend dieses vom Pferd aus pflücken skillen. Das kostet das ja, glaube ich, auch rein. Bitte. Niemand sonst hilft mir. Was? Was? Ich bin verletzt. Ah. Du musst mir helfen. Warte, erstmal Feuer anmachen. Gut, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, schaut mal auch beim Stream vorbei, montags und donnerstags. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.